Heute habe ich euch einen kleinen Leckerbissen mitgebracht für alle, die ja der Magie der Bücher schon lange erlegen sind oder sich von dem Zauber anstecken lassen möchten. Das Buch wurde geschrieben von Anjali Banerjee und es heißt Die Bücherflüsterin. Die Bücherflüsterin verspricht natürlich schon einiges und sie hält, was sie verspricht. So viel schon mal vorab. Jasmin ist eine junge Frau. Sie ist gerade oder wurde geschieden. Die ganze Sache liegt schon fast ein Jahr zurück, aber sie hat es immer noch nicht verwinden können. Sie ist immer noch zutiefst verletzt. Mit ihrem Mann gibt es eben nur noch Kommunikation über die Wohnung, um eben solche Kleinigkeiten. Und sie ist ganz froh, dass sie der Heimatstadt, der Großstadt halt den Rücken kehren kann und zurückkehren kann nach Shelter Island, wo ihre Familie lebt und ihre Tante einen Buchladen betreibt. Dieser Buchladen hat es in sich. Im ersten Moment wirkt dieses Büchergeschäft oder dieser Buchladen wie eine riesige Ansammlung von Plunder, Staub und alten Büchern. Es ist, ja, so empfindet sie es, mehr eine Krempelbude als denn ein wirklich guter Laden. Ihre Tante muss für einen Monat weg nach Indien und so hat Jasmin den Auftrag bekommen, doch einen Monat lang diesen Laden zu hüten. Aber dieser Laden hat es beim zweiten Blick ganz faustdick hinter den Ohren. Denn dieses Buch hat die Geister der verstorbenen Autoren in sich und sie sind durchaus bereit, sich auch zu zeigen, zumindest Jasmin und ihrer Tante. Darum sollte auch sie den Laden übernehmen. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr seid in der Lage von Jasmin und auf einmal hört ihr Jane Austen mit euch sprechen. Oder Edgar Allan Poe gibt euch einen Ratschlag, welches Buch denn wohl für den einen oder anderen Kunden gut wäre. Die Vorstellung ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Aber Jasmin muss erstmal damit zurechtkommen, denn sie kriegt erst einmal einen riesigen Schreck. Und dann ist da auch noch ein Mann, der ihr sehr gut gefällt. Aber das Ganze ist nicht so vorhersehbar, wie man eigentlich denkt. Jasmin hat eigentlich erstmal nur einen Plan. Sauber gemacht werden muss. Der Staub muss aus dem Regal. Besser, man holt ein paar Bestseller, stellt die hier vorne hin, denn die Kasse soll ja klingeln. Wie dieser Buchladen auch Jasmin langsam aber sicher verändert. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es ist die Magie der Bücher. Es erinnert ein kleines bisschen an die Hüterin der Gewürze. Ein sehr, sehr schönes Buch. So genau das Richtige. Es geht jetzt ja wieder in die Winterzeit und dieses Buch ist genau das Richtige, um sich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa zu verkrümeln. Am besten natürlich umgeben von ganz, ganz vielen Büchern und sich einfangen zu lassen von dieser Magie. Mir hat es sehr gut getan. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Die Bücherflüsterin von Anjali Banerjee. Eine Empfehlung gegen den Winterblues und ja, ein Buch eben über die Magie der Bücher.